Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Fallout 4. So, wir sind in diesem Flughafen hier und wollten das jetzt hier abgeben, aber irgendwie verstehe ich das. Ich muss hier irgendwie durch. Ich habe hier gerade keine Ahnung. Wie soll ich da hinkommen? Ladies? Hey Ladies, seid ihr da? Aber hier steht doch extra Bauer elektromagnetischer. Ja, aber wie? Papa geht das wohl aus dem Anzug raus. So. Ach, ich weiß was. Ich weiß was. Da hinten kann ich doch Dings bauen. Eine eigene Siedlung. Soll ich da. Das ist eine beeindruckende Ausstattung, Blue. Guck mal mit, Hübsche. Ja, ich wusste es. Okay. So. Eins, zwei, drei, vier. Ich hätte das alles gern zu seiner Glanzzeit gesehen. Nicht nur du. Ach, diese. Wartet mal. Soll ich die echt dahin schleppen, Leute? Meint ihr das ernsthaft? Ist es zu fassen, dass Synths Menschen durch exakte Duplikate ersetzen? So. Wird einem ja übel. Entschuldigung, Proctor Ingram. Das wären alle vier Aktuatoren. Gebaut und bereit. Gute Arbeit. Genau zur rechten Zeit. Ich habe die Arbeit an den grundlegenden Systemen beendet und Prime ist startklar. Es wird sogar langsam schwierig, dem System zu erklären, weshalb es sich nicht bewegen kann. Sobald meine Gelehrten die Aktuatoren eingebaut haben, können wir die Arme und Beine anbringen. Was mich zu deiner nächsten Aufgabe Das war klar. bringt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Prime sprechen und sich bewegen kann. Aber es fehlt noch ein wichtiges Element. Seine Atomwaffen. Ohne sie sind seine Offensivfähigkeiten nicht vollständig. Wozu braucht Prime bewaffnet? Also, es wird unmöglich sein, einen ausreichend großen Vorrat für ihn zu finden. Nee, warte mal, haben wir doch geholt. Es sollte unmöglich sein, einen ausreichend großen Vorrat für ihn zu finden. Da könntest du recht haben. Primes Bombenrucksack ist auf Mark 28 Atombomben ausgelegt. Das sind die Bomben, die während des Großen Kriegs aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Im Commonwealth befanden sich mehrere Basen der Luftwaffe. Daher waren wir davon ausgegangen, dass wir problemlos genug Bomben finden würden. Aber seit unserer Ankunft haben unsere Späherteams nicht eine Bombe gefunden. Das wird ein Problem sein. Ohne Atomwaffenrucksack wird Prime nicht die nötige Feuerkraft haben, um gegen das Institut zu bestehen. Kann ich die Atomwaffen nicht bauen, genau wie die Akku? Vielleicht können wir ihn mit etwas anderes. Erstmal fragen, ob wir bauen Kann ich können. die Atomwaffen nicht bauen? Genau wie die Akkuatoren? Ich könnte dir tausende von Hülsen bauen, aber wir haben nichts, um sie zu befüllen. Die Mark 28 haben einen speziellen Sprengkopf, für den eine bestimmte Mischung von spaltbaren Materialien erforderlich ist, damit er funktioniert. Anders gesagt, ich würde dir liebend gern einen Cocktail mixen, aber ich habe keinen Alkohol mehr. Bevor du aber Okay. jetzt die Hoffnung aufgibst, eine Möglichkeit gibt es. Proctor Quinlan hat Aufzeichnungen entdeckt, in denen von einer Militärbasis die Rede ist, in der Atomwaffen gelagert wurden. Wir sind relativ sicher, dass da auch ein paar Mark 28 dabei waren. Das Problem ist nur, dass sich die Basis irgendwo im leuchtenden Meer befindet.
Ich mache mich direkt auf den Weg. Ja, okay. Klingt, als wäre das die einzigste Möglichkeit. Okay. Ich mache mich direkt auf den Weg. Gut. Genau das war auch unser Plan. Gelehrte Halen hat einen Kommunikationspunkt am Rand des leuchtenden Meers eingerichtet. Ich schlage vor, dass du dich zuerst zu ihr begibst, um ein Meldungsprotokoll zu vereinbaren, damit die Atomwaffen per Lufttransport abgeholt werden können, wenn du sie gefunden hast. Bis du zurück bist, haben wir die Arbeit an Prime hoffentlich beendet und du kannst ihm Hallo sagen. Viel Glück, Ritter. Okay. Prime mit Atomwaffen auszustatten, sollte sein vollständiges Offensivpotenzial wiederherstellen. Ab ins leuchtende Meer. Halt, was ist das denn? Volt 95, achso. Ja, dahin will ich doch. Ach, da war ich noch gar nicht. Dann halt dahin. Dann daneben. Ja, so geil. Wir bauen mal so richtig geilen Robotermist. Richtig fetten. Nein. War das alles? Seid ihr da oben? Ja, wartet, Jungs, wartet, Jungs. Ich komme zu euch. Wir sind hier nicht allein, Blue. Okay. Aber wo sind denn die zwei? Ach so. Ja, böser Hund. Jetzt ernsthaft? Hundi? Oh, ich Vorkriegsgehör nehme ich mit. Kommt raus, kommt raus. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Die 6. So. Noch immer in einem Stück. Mist, jetzt habe ich natürlich einen Arm kaputt. Ist natürlich jetzt mies. Okay, was haben wir hier? Ja, feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Also, was will man mehr? Ja, cool. Das muss ich noch umbauen. Zu dem, was ich habe. Das ist geil. Okay. Ja, das behalten wir das Maschinengewehr wieder bei uns bei. Ach! Guck mal, ich stand neben uns. Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Du hast es ziemlich weit gebracht, seit du damals zum Polizeirevier Cambridge gekommen bist. Yeah. Und wie läuft das so? Danke, Halen. Ich hoffe, der Laden läuft noch. Wir tun unser Bestes. Die Sims haben uns gelegentlich angegriffen, aber bisher konnten wir sie immer zurückschlagen. Dank der Verstärkung und der Luftunterstützung ist die Basis ziemlich sicher, würde ich sagen. Das überhaupt... Rascht mich gar nicht. Immerhin seid ihr gut, seid ihr in guten Händen. Was ist mit diesen wilden Ghulen? Sie sind immer noch ein Problem. Was ist mit diesen wilden Ghulen? Sie
Sind Sie immer noch ein Problem? Mit dem Vertibird, der uns zur Verfügung steht? Nein, gar nicht. Wie dem auch sei, ich weiß, dass du keine Zeit für Smalltalk hast. Also machen wir uns an die Arbeit. Ich habe die Männer die nötige Ausrüstung aufbauen lassen, um deine Position zu bestimmen, wenn du die Bomben gefunden hast. Wir haben diesen Notrufsender so angepasst, dass er auf einer bestimmten Frequenz sendet, die wir überwachen. Wenn du die Bomben gefunden hast, dann platziere dort einfach den Sender, den Rest erledigen wir. Danach solltest du vermutlich zu Proctor Ingram zurückkehren und ihr Bericht erstatten. Okay. Warum muss ich... ich hoffe, dein Plan funktioniert. Hört sich jetzt nicht so schwierig an. Das hört sich jetzt nicht so schwierig an. Ach nein, ganz und gar nicht. Du begibst dich ja nur wieder in den lebensfeindlichsten Ort im ganzen Commonwealth. Ich weiß, dass du schon mal im leuchtenden Meer warst. Aber denk daran, den Geigerzähler im Auge zu behalten, okay? Ansonsten wird dich die Strahlung von innen heraus braten. Viel Glück, Ritter. Ja, kein Ding, kein Ding. Dann laufen wir mal dahin. Das war's, da bist du ja. Ah, endlich seid ihr raus. Ein Albino auch noch. Nukleares Material. So. Und weiter geht's. Ah, der Arm. Der Arm, der Arm, der Arm. Mal gucken, wo wir ganz hinrennen müssen. Auf jeden Fall vorbei an der Kirche. Hier waren wir auch schon mal. Gut, hier ist auch nichts in der Nähe. Ich meine, hier hatte ich damals alles soweit abgesucht gehabt, was ging. So, ein Moment. Noch weiter geradeaus, okay. Von einem Gewitter zum anderen Gewitter sind wir gerade reinmarschiert. Ist das doch sehr schön. Ernsthaft? Gut, nee. Weiter geht's. Boah, wie weit müssen wir denn noch laufen? So eine Meteranzeige wäre jetzt da nett gewesen. So, eine Todeskralle platt gemacht. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Danke. So. Müssen wir da zu einer Höhle rein oder was? Zu der dicken Pyramide müssen wir hin, ja? Das ist ja geil. Ach, das ist ein Atombunker. Nee. So, okay. Sieht eher aus wie so eine Pyramide, wie so eine Grabstätte für früher. Die Pyramiden von Gizeh sozusagen. Hört ihr das? Da ist schon Alarm ausgelöst.
Okay. Wow. Mein Gott, sind das Atomwaffen? Ich weiß es nicht. Also, ich gehe mal davon aus, ja. Der Aufzug ist außer Betrieb. Okay, dann gehen wir da hinten hin. Da ja ein Raum ist. Was ist das? Du hast dauerhaft Strahlenresistenz, okay? Cool. Sieht schick aus. Oh, ein Holoband. Okay. Dieses Holoband kann nur in... Was? Sprengkontrollterminal des Wächters... Okay, verwendet werden. Okay. Was ist hier? Sprengtür öffnen. Okay. Da drinnen ist. Was drinnen ist? Hat hier wohl jemand als Mülleimer benutzt. Okay. Ja, ich weiß, ich würde sagen, Piper, setz dich ruhig hin, ruh dich aus, nimm den Kaffee, kein Problem. Ich lauf hier nochmal schnell nur durch. So. Das ist klar, dass wir Ghule sind. So, okay. Das wäre ja Quatsch, wenn hier keine Ghule wären, also. Jetzt mal ehrlich. Nee, ich sehe aber sonst nichts mehr. Ach, die kommen noch. Die kommen noch. Aufmachen. Achso, auch die kann ich nicht öffnen. Wer an solchen Orten herumstöbert, endet oft als Abendessen. Ja. Aber warte mal, können wir hier... Nee, okay. Da gibt es nichts zu holen. Auch nix. Wir gehen jetzt einfach mal hier so ganz spontan. Ach so. Der Soldat hat sich da versucht rauszumachen. Ach, vielleicht wegen der Alarm. Wir müssen wahrscheinlich hier an den. Eine? Hast du gefragt? Ach je. Entschuldige. Ganz schön still hier drin. Oh, ich finde das geil. Hast dich je gefragt? Ach, hey, ganz schön still hier drin, ja.
Das ist einer. Hast du das? Hey, sie sind hier. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Ach, naja. Bring wir es hinter uns, okay? Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Warum habe ich denn da noch... Markierung entfernen, danke. Es war klar, dass da so eine kleine Horde kommt. Darauf habe ich schon fast gewartet. Kinder des Atoms. Kinder des Atoms. Vereint eure Kräfte. Für was auch immer. Ah, oh, da ist noch eine Coca-Cola-Box. Was ist das denn? Irgend so ein Souvenir-Abzeichen. Okay. Da kommen wir nicht mehr durch. Sind nochmal drei. Was war das? Vier. Fünf. Noch mehr? Nö. Gut. 1, 2, 3, 4 haben wir schon mal. 4 bisher. Okay. Fünfer. Sechser. Weg. Einfach so. Das war's dann wohl. Okay, 6 Dinger schon. Nee, das wären dann 7. Entschuldigung. 7 haben wir. Boah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, steckt oder die Schraubenzieher da rein. 14. Den Fahrstuhl holen wir schon mal runter. Hahaha. Das war euer letzter Fehler. 14. Nee, da kann man nicht langlaufen. 14. Sind immer noch 14. Hey. Nenne den Grund für deine Anwesenheit. Du wandelst auf Atoms geheiligtem Boden. Auch ein Kind von Atom. Ich bin auch ein Kind von Atom. Ich gehöre einer Kirche im Norden an. Dem Nukleus nahe der Stadt Far Harbor. Far Harbor? Du hast Atoms heiligen Schleier gesehen. Aber du bist so weit gereist. Entschuldige bitte. Ich werde dich nicht daran hindern, deine Pilgerreise zu beenden.
Nimm das und mach dich bereit, sein Heiligtum zu betreten. Folge dem Leuchten, es wird dich zu den Reliquien führen. Möge Atoms Glanz deine Seele wärmen. Cool. Atomsteuerung. Erstmal Türe öffnen. Deaktivieren, so. Sir? Hier spricht Captain Mitch Dunleavy, 132. Pionierkorps am Wächterplatz Prescott. Sämtliche Kommunikationswege sind unterbrochen. Und wir haben mehrere Feindannäherungen auf dem Radar. Wenn das eine Übung ist, brauchen wir umgehend Bestätigung. Keine Übung. Das war's. Das war das ganze Turmband. Achso. Oh ja. Hier haben wir ein paar. Okay. Kehre zurück. Okay. Dann komm, Piper. Mit dem Fahrstuhl fahren. Klar, wir haben doch hier einen Fahrstuhl, stimmt. Komm rein. Ja, dann fahr ich ja eben, Alena. Ich schick ihn dir dann wieder runter. So, da oben. Doch, das. Das hätten wir uns also alles sparen können, ja? Ah, fuck. Was ist denn? Stück. Genau. So. Dann haben wir das ja auch abgeschlossen. Geil. Zum Wachpost. Okay. Gehen wir wieder zurück. Das heißt, der ist ein bisschen weitergebaut worden. Geil. Na los, Herr Ladebildschirm, ich will den großen Roboter sehen. Wir werden jetzt definitiv das Institut vernichten. Das heißt, selbst die Produktion der Synths ist dann eingestellt. Es gibt dann keine neuen Synths mehr. Jetzt, da Dr. Lee hier ist, wird sie sicher enorm zum Erfolg der Bruderschaft beitragen. Ja, bestimmt. 8 Raketen habe ich mir mal gemobst. Oh yeah. Einmal abspeichern. Jetzt kommt das fieseste von allen. Ein fettester Cliffhanger überhaupt. Ein Screenshot. So. Ich sag jetzt, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Euch noch einen schönen Abend. Und bis dahin. Ciao, ciao.